Now.ch, News für die Schweiz. Fast auf den Tag genau sind wir jetzt vierjährig geworden und man kann heute sagen, wir haben es definitiv in der Schweizer Medienlandschaft etabliert. Mit über 3 Millionen Users im Monat kann man das definitiv von sich behaupten. Und wie haben wir das geschafft? Wir sind kurz, wir sind aber dennoch vielseitig breit in den Inhalten und wir sind extrem schnell und wir machen das alles nur digital. Also App, Website, PWA, that's it. Wo geht unser Weg hin? Wichtig ist, dass man nie bleibt stehen. Wir sehen ganz klar noch eine Chance im Lokalen, noch mehr können unseren Leser und Leserinnen zu bieten. Wir haben bereits heute über 100 lokale Seiten auf unserer Webseite now.ch verfügbar. Was heisst das? Zum Beispiel für Könitz. Haben wir Geschichten wirklich aus der Gemeinde? Wir haben Bilder von Anlässen, aber ihr findet auch alle relevanten Daten, die in der Zukunft in eurer Umgebung dort werden stattfinden. Also das ist für uns definitiv ein Grund genug, auch die nächsten vier Jahre weiter Vollgas zu geben. News, Events und Bildergalerien, das findet man auf Now Lokal. Wir wollen wissen, was die Menschen in der Region bewegt und bieten eine Plattform. Und so sieht das Ganze aus. Wir bringen News von Gemeinden, politischen Parteien, Vereine und die neuesten Sportresultate. Mit einem Klick aufs Plus kann man seine Region abonnieren und ist immer auf dem neuesten Stand. Bei den Tabs oben hat man auf einen Blick die gewünschten Informationen, sei es News, Events oder Bildgalerien. Wer seine News auf Now Lokal sehen will, kann das einfach, schnell und unkompliziert machen. Ein Mail an news@now.ch mit Bild und Text und wir kümmern uns um den Rest. Doch wir bieten auch noch mehr. Das Newsportal now.ch berichtet seit einiger Zeit auch aus ganz vielen Regionen aus der ganzen Schweiz. Der Max informiert sich neben globalen und nationalen Ereignissen auch darüber, was lokal direkt vor seiner Haustür passiert. Auf seiner Lokalseite findet er aktuelle News von seiner Gemeinde, vom lokalen Verein, stöbert durch eine Bildgalerie und findet lokale Unternehmen wie zum Beispiel die Bäckerei Gomerschmolz. Als Lokalpartner kann sich die Bäckerei Gomerschmolz bei der Kundschaft aus der direkten Umgebung präsentieren. Das Logo der Bäckerei wird auf der Lokalseite integriert und bleibt mit einem Link während der gesamten Partnerschaft präsent. So ist es auch für Max immer gut sichtbar. Als Lokalpartner bekommt die Bäckerei zudem ein journalistisch aufbereitetes Firmenportal. Mit dem kann sie sich als Branchenexperte aus der Region ebenfalls auf der Startseite positionieren. Wenn die Bäckerei einen besonderen Anlass hat, wird er im Eventkalender auf now.ch publiziert. Jede Woche bekommt der Max per Newsletter ein Update, was in seiner Gegend so läuft. So wird er immer wieder aufmerksam gemacht auf spannende Geschichten aus der Region. Interessante News von den Lokalpartnern werden von den now.ch-Reportern auch journalistisch aufgegriffen. Die Bäckerei hat dank der Partnerschaft mit now.ch den Max aus neuen Kunden gewinnen und mit trifft ihn regelmässig bei Kaffee und Gipfeli in seiner Lieblingsbäckerei. Seid auch ihr ein lokal oder regional tätiges Unternehmen, das unsere lokale Leserschaft verteilt über die ganze Deutschschweiz erreichen will, dann meldet euch am besten unter info@now.ch. Da sind wir für euch da und ich bin überzeugt, wir finden ein Angebot, das genau auf eure Bedürfnisse passt. Digital, schnell, effizient und preiswert. Wir freuen uns alle auf eure Anfrage und auf eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit.